Hallöchen, mein Name ist Nadine von stampingclub.de. Heute basteln wir zusammen ein herbstliches Dankeschön. Zuallererst stempeln wir mit Wasabi-Grün auf Vanille-Pur-Farbkarton. Wir verwenden das Stempelset Herbstanfang, nutzt dazu die Stempel- und Perforiermatte als Unterlage, da ihr so schönere Stempelabdrücke erzielt. Für die Blätter gibt es zwei verschiedene Stempel. Diese beiden Motive werden übereinander gestempelt. Passend zum Stempelset hat Stampin' Up! Die Stanze Blätterzweig im Sortiment. Im Produktpaket, also Stempelset und Stanze zusammen, spart ihr 10%. Weiter geht es mit dem Stempelkissen in Terrakotta. Den Text, ein kleines Dankeschön, aus dem Stempelset Herbstanfang stempel ich in Terrakotta auf ein Stück Vanille pur. Mit der Stanzetikett für jede Gelegenheit wird der Text nun ausgestanzt. Das Designerpapier Herbstimpressionen und der Farbkarton in Mandarin-Orange bilden meine Grundlage für die Karte. Das Papier wird dreimal mit dem Leinenfaden umwickelt und dann verknotet. Als Grundkarte nutze ich Farbkarton in Himmelblau. Mein Etikett matte ich nun mit dem Farbkarton in Terrakotta. Dazu stanze ich das Papier noch einmal mit dem Etikett für jede Gelegenheit aus und teile das Etikett in der Mitte. Mit den Stampin' Dimensionals kann ich nun die beiden halben Etiketten hinter das große Etikett kleben. Mit meinen Mini-Klebepunkten klebe ich nun die Blätter hinter das Etikett zwischen das Vanille pur und den Terrakotta Farbkarton. Zum Abschluss klebe ich noch aus den Akzenten aus der Natur einen Zweig und eine Blume auf das Etikett. Auch dafür nutze ich meine Mini-Klebepunkte. Sollte einer der Mini-Klebepunkte an dem Akzent hervorstehen, kann ich ihn ganz leicht zur Seite drücken. Und damit ist meine herbstliche Dankeschön-Karte auch schon fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und mir einen Kommentar zu hinterlassen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.